verdammte Nacht für... Oh, hallo. Ich habe das Teleskop. Es ist schöner, als ich dachte. Einem angehenden Astronomie-Genie würde ich doch kein drittklassiges Lunarskop anbieten. Aber, da ist noch etwas. Ja? Worum geht's? Erinnerst du dich an die Astronomie-Altäre, von denen Char erzählt hat? Ich habe ganz zufällig auch etwas über sie gelesen. Und anscheinend gibt es sogar einen hier in Hogwarts. Ich glaube, damit könnten wir verborgene Sternbilder finden. Ah, ich dachte mir schon, dass das Teleskop einen Haken hat. Nein, nein, ich wollte dich sicher nicht bestechen oder so. Aber bist du dabei? Vom Koboldsteinclub will niemand mitkommen. Sie meinten, sie würden lieber von Steinen angespuckt werden als, na, alles Feiglinge. Lass uns gehen, solange die Sterne zu sehen sind. Ich zeige dir dann auch, wie du das Teleskop benutzt. Versprochen. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Los geht's. Klasse! Du wirst es nicht bereuen. Wollen wir? Toll. Jetzt werden wir noch dazu genötigt. Der Altar ist an einer Schlossmauer da vorne. Suche nach einer Steinplattform. Etwas, was da nicht hingehört. Wir erkennen ihn schon, wenn wir ihn sehen. Dann mal los. Es heißt, die Standorte der Altäre wurden einst von Zentauren zur rituellen Sternbeobachtung markiert. Oh, ist hier wirklich Licht? Die dumpfende Memme. Es ist so hell. Es ist schön, die Sterne mal in Gesellschaft zu erforschen. Ich bin gerne hier. Es tut gut, mal den Klassenraum zu verlassen. So gruselig ist es hier draußen nachts gar nicht, was? Der Koboldsteinclub ist... Ehrlich? Ich muss jetzt hier vorpreschen? Warum führst du uns nicht an? Wenn du willst. Du bist ein Feigling. Ja, ja, ne? Schick den vor, der mit dem Troll gekämpft hat, ne? Mhm. Feige Sau. Irgendwie unheilvoll. Ein paar Spinnweben und etwas Staub. Nichts Beunruhigendes. Oh, sicher. Nur nicht so sauber, wie ich erwartet hatte. Confringo! Feigling. Megapower... Warte, Megapower-Trank heißt, ich muss wieder einen Kampf durchführen. Okay, das findet es leider zu hoch für dich. Sorry. Warte, kamen wir da rein? Ja. Hatte schon gedacht, da wäre jetzt rote Tür. Mehr Spinnweben? Du glaubst doch nicht, dass hier Spinnen lauern. Oh nein, nicht so nah bei der Schule an. Da ist der Altar. Ich lasse dir den Vortritt. Na los, versuch es mal. Das Sternbild sollte in der Mitte deines Blickfelds erscheinen. Hä? Sobald du das Teleskop ausgerichtet hast, können wir unsere Sternkarte ausfüllen. Wie funktioniert das? Keine Ahnung von sowas. Mir. Ich habe doch keine Ahnung, wie das funktioniert. Beim Sterngucken geht es um Geduld und Präzision. Also wird wohl irgendwas da mit denen, glaube ich, zu tun. Und jetzt irgendwie zum Beruf dafür? Ich raff das nicht.
Ich weiß, es ist fast unmöglich, die Aufregung in so einem Moment zu zügeln. Aber bleib ruhig. Leichte Anpassungen. Ja, klar. Leichte Anpassungen. Ich hatte recht mit den Altären. Sie sind tatsächlich Tore zu weit entfernten Galaxien, wie im Buch. Und dein Beitrag war von unschätzbarem Wert. Ich werde dich auf jeden Fall in meinen Memoiren erwähnen. Danke, Amit. Ich freue mich schon darauf, sie zu lesen. Und ich mich darauf, sie zu schreiben. Das ist erst der Anfang. Du findest mehr von diesen Altären auf dem Gelände und im Wald. Sie warten nur darauf, von einem würdigen Astronomen entdeckt zu werden. Also ganz klar von jemandem wie dir. Und was mein altes Teleskop angeht, du musst es nicht zurückgeben. Behalte es ruhig. Das ist sehr großzügig, danke. Ach, gerne. Es besteht aus Koboldglas und trägt eine Inschrift in Koboldogak. Ich spreche Koboldogak praktisch fließend, weißt du? Es kommt vor allem auf die Kehllaute an. Und das R muss locker von der Zunge rollen. Freut mich jedenfalls, dass dein Abenteuer erfolgreich war. Bis bald. Er will aber schnell weg. Was? Der Tschüss? heraus und freigeschaltet. Finde Astronomie-Altäre. Immer schön, den Astronomieturm bei Nacht zu sehen. Was für ein Anblick. Okay. Okay. Wenn man drauf steht, warum nicht? Macht dann nächste Aufgabe. Was müssen wir noch machen? Wingardium Leviosa. Ganz weit oben. Das ist ja die eigentliche Hauptquest, glaube ich. Ja, gut, wir müssen den Wingardium Leviosa lernen. Verdammt. Beschaffe und teste eine Venimosa Tentacula. Beschaffe und teste einen Alraune gegen mehrere Gegner gleichzeitig. Wie mache ich das denn dann? Eine Venimosa Tentacula. Gab es nicht irgendwie was? Warte, im Hogwarts? Gibt's da irgendwie im Kräuterkunde? Was ist das denn? Das das AT9. Ein mysteriöser Raum unterhalb des verbotenen Abteilung. Achso. Ich geh mal in den Kräutergarten. Und schau mal, ob ich da irgendwie was finde. Wieder mal auf Abenteuertour? Was? Die ist verschlossen? Warum? Was? Die ist alles... Hä? Warte mal. So, hier muss ich rein. Langsam. Was ist denn das? Eine Truhe. Och, komm, ich... Ja, gut. Muss ich gleich auch machen. Vorne ist eine Treppe. Dann leere ich gleich meine Ausrüstung am besten. So. Wir nehmen Horror-Tentakel. Also jetzt haben Wetter hier ein bisschen nicht ein. Frag hier mal. Warum bekomme ich diese zusätzlichen Aufgaben, Professor? Das hilft Ihnen, Ihre magischen Fähigkeiten auch außerhalb des Unterrichts zu schulen, um einen neuen Zauber zu erlernen. Wingardium Leviosa. Vor dem Einpflanzen müssen wir erst den Boden bestellen. Wenn Sie fertig sind, kommen Sie wieder her, damit wir gemeinsam am Zauber arbeiten können. Ich freue mich drauf. Toll, das habe ich mir gedacht, ich könnte mir wenigstens sagen, woher ich so die Pflanze ein bisschen herkriege, aber nein, nix. Liebe Frau Priff, fängt ja schon wieder an mit dem Sprechen.
So, liebe Frau Professor Garlic, wie überaus aufmerksam von Ihnen. Sie haben sicher sogar gemerkt, dass Erdbeeren meine Lieblingsfrüchte sind. Sie sind so süß. Kein Wunder, dass die Muggel verrückt nach ihnen sind. Alles, was sie züchten, scheint von erlesensten Qualität zu sein. Vom Bitterwurz bis zu den Beeren. Ich hoffe sehr, dass meine liebe Nichte sich etwas von ihnen abschaut, während sie sie unterrichten. Lenora vergöttert sie. Ich bin mir sicher, das tun alle ihre Schüler. Stets mit wärmsten Grüßen, Eleanor Everly. Ich krieg die Pflanze hier nicht her, ne? Muss ich dann... Ich muss zum Hogsmeade, ne? Zum Samenhändler. Oh, okay. Dann mache ich jetzt dahin. Einmal ein paar Samen holen, die von den Pflanzen, die ich brauche. Dann pflanze ich die bei uns im Dings ein. Jetzt komme ich auf den Namen nicht. Im Raum der Wünsche. Nach Hogsmeade. Und von da aus... Was soll ich nur ohne sie tun? Garnuff? Was ist denn hier los? Hallo. Stimmt etwas nicht? Und ob. Mein liebes Mondkalb Biscuit wurde von Wilderern im Norden entführt. Teuflische Unholde. Ich wollte mich wehren, doch ich hatte keine Chance. Das mit Ihrem Mondkalb tut mir leid, Mr. Garnuff. Bloß Garnuff. Ich bin nur ein einzelner Kobold, nicht mal besonders mutig. Ich habe keine Chance gegen eine Bande elender Wilderer. Oh, meine arme Biscuit. Ich kann nur hoffen, dass ihr die Flucht gelingt. Warum haben die Wilderer Biscuit entführt? Ich weiß es nicht. Mondkalbdung ist der ideale Dünger für Zauberpflanzen. Aber ich glaube nicht, dass die Wilderer begnadete Gärtner sind. Wer weiß, was sie ihr antun. Sie könnten sie auspeitschen, häuten, ausweiden und ausstopfen, nehme ich an. Oh, Biscuit. Ein ungewöhnliches Haustier. Warum haben Sie sich Biscuit ausgesucht? Sie folgte mir eines Abends, wich mir nicht mehr von der Seite. Ich wollte eigentlich nie ein Haustier, aber jetzt kann ich mir kein Leben ohne sie vorstellen. Mondkälber gelten oft als dumme, einfältige Kreaturen. Aber Biscuit hat mir echten Charakter gezeigt. Ich würde sie weder gegen Hippogreif noch Hornschwanz tauschen, nicht mal gegen eine Gans, die goldene Eier legt. Ich werde mich nach dem Mondkalb umsehen, Garnuff. Danke. Wären doch nur alle Hexen und Zauberer so nett zu Kobolden. Wenn sie sie sehen und zu mir zurückbringen, belohne ich sie auch für ihre Mühen. Halten Sie die Augen nach ihr offen. Und Vorsicht, die Wilderer sind absolut skrupellos. Ich sollte versuchen, Garnuffs Mondkalb zu retten. Ich muss offenbar nach Norden, um die Wilderer zu finden. Ja, aber bevor ich jetzt dahin mache, wie gesagt, ich würde gerne erstmal die Pflanzensamen haben. Danach kann ich gerne danach nach dem Mondkalb gucken und dem kleinen Kobold helfen. Um die Zauberwelt vielleicht ein bisschen Wandel zu bringen, dass wir... Hallo. Kobolde und schauen Sie sich in Ruhe um. Dass Kobolde und Zauberer doch miteinander können. Sagen Sie nichts. Sie suchen was Neues. Ja, kann man sagen. Schrumpffalgen? Nein. Malvenkraut? Warte mal, warte, was brauchen wir denn überhaupt? Niemand kann behaupten, meine Regale wären... Venemosa, Ventacula? Und Tester in einer Raune gegen mehrere Gegner gleichzeitig und Alraune, also Venemosa, Pentakla und Alraune. Sagen Sie nichts. Sie suchen was Neues. Hüttensamen, Malven. Haut. Nee, das ist es nicht. Dünger. Brustgrasstamm. Hintuskraut. Hä? Niemand kann behaupten, meine Regale wären leer. Revelio. Der magische Rübenkarren. Dieser Karren gehört Timothy Teasdale, dem Inhaber der magischen Rübe.
Er genießt es, mitten im Geschehen zu sein und sich vor dem Laden mit Kunden zu unterhalten. Ist ja was Schönes, ne? Aber wo kriege ich die dann her? Chef und Tester, eine Venemosa Tentacula von Alraune. Hallo, ich bin gleich für Sie da. Da irgendwas im Laden? Nee, ne? Rebellion. Das ist doch nichts. Gibt es sonst irgendwas noch hier in der Umgebung, wo ich das irgendwie herkriegen könnte? Venemosa Tentacula und so. Ich könnte höchstens mal so Pippins Zaubertränke, ne? Der könnte vielleicht irgendwas haben davon. Aber auch nur vielleicht. Na, ich wüsste jetzt sonst nicht, wo ich sonst noch hin muss. Oder hin kann, ehrlich gesagt. Danke nochmal für das Liefern dieser Tränke an Madame Lawang. Hat mir viel Zeit und Ärger erspart. Oh, hast du das zufälligerweise? Hühnerin, Zungenfutter zum Chlorklumpsaft, Chlorfliegen? Nee. Binnenfangzahn, Blutegelsaft, hüpfenneuge Pilz, Trollpuppe, Straßenkötterfell? Nein. Ah, aber die mega. Eine weise Entscheidung. Die nehme ich gerne mit. Vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Wir sehen bis noch bald. Geben. Haben die jetzt bisher nur im Kräuterkundenbereich halt gefunden? Ich wüsste nicht, wo ich die noch hier kriegen könnte. Magische Rübe, Hogsmeade, Lieferant von frischen Produkten, Samen und Dünger. Mal Weltkarte. Gibt's hier sonst noch irgendwo was? So, das ist Hogsmeade. Die haben den. Das hier, das ist Hogwarts. Mit Up und Fort. Was ist das? Das ist Feldquaff. Wo ist denn da, wo ich mal... Sonnentruhe, Irondale... Was? Hä? Das ist echt riesig, ne? Und das muss man sagen, darf. Lower Hogsfield. Ich weiß halt nicht, wo ich dann auch sonst kriegen könnte. Giftige Rache. Folge den Schmetterling. Ich mach jetzt einfach mal da, wo jetzt mal die Wilderer sind. Vielleicht finde ich ja unterwegs irgendwas, was mir helfen könnte. Mal überlegen, wo könnte ich denn noch was sein? Warte mal, der hat auch hier. Da steht auch Obst und Gemüse raus. Vielleicht. Na, kommen Sie rein und sehen Sie sich um. Wenn Sie Schokofrösche gegessen haben, fassen Sie bitte nichts an. Achso, das ist der Laden. Nee, danke. Ich hab gedacht, weil der war, stand gerade so viel draußen an so Obst, Gemüse und Co. Hä? Wo fühlt mich der Kompass hin? Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Manchmal aber nicht dieser Weg jetzt. Der führt eher raus.
Komm, ich will fliegen. Boah, ich glaube, das Laufen wäre, glaube ich, besser, ne? Wenn ich alles aufsammeln möchte. Theoretisch gesehen zumindest. Das ist ein weiter Weg, ne? Ich kann ja so ein bisschen knapp über den Boden fliegen. Vielleicht finde ich ja dann irgendwas.